Am 8. September 1926 in Holten geboren und in Hamborn aufgewachsen. Adolf Graber hat schon allein aufgrund seiner Lebenserfahrung viel zu berichten. Eine Sache macht ihn aber zu einem besonderen Zeitzeugen. Graber ist der Sohn eines im Zweiten Weltkrieg verfolgten Widerstandskämpfers. Sein Vater lehnte sich gegen das Naziregime auf und landete dafür sogar im Konzentrationslager. Für mich war ein guter Vater, der sich Mühe gegeben hat mit meiner Erziehung, das in erster Linie. Und wenn er politisch interessiert war, dann auch deshalb, weil er ein Kriegsgegner war. Adolf Graber bekam damals ein Gespräch zwischen seinem Vater und einem anderen Widerständler mit. Dabei fiel ein Satz seines Vaters, der ihn noch bis heute prägt. Der wusste ja, wie gefährlich diese Arbeit war und sagte dann, hör mal, und warum kriegst du diese Gefahr ein? Und da hat mein Vater drauf geantwortet, ich will nicht, dass mein Sohn Soldat wird. Bis zu seinem Tod war Adolf Grabers Vater in Haft. Und das, weil er für seinen Sohn eine bessere Zukunft wollte. Adolf Graber, mittlerweile 90 Jahre alt, ist selbst Vater und weiß diese Aufopferung umso mehr zu schätzen.